bewegt sich nicht. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, diese ekelhaften Geräusche machen mich echt paranoid, Leute, ne? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Gar nichts, was ich machen kann. Und hier kann ich auch nichts machen. Da müsste ich doch eigentlich reinkloppen können, oder? Wieso geht das nicht? Das ist doch eigentlich hier so ein Ding, was ich machen können müsste. Wenn sich das nicht bewegt, dann liegt das wahrscheinlich daran, oder nicht? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Echt paranoid, ne? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Und du nervst mich, Mensch. Oh Gott. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Also, sie braucht fließendes Wasser auf dem Rad, ne? Also nur, dass ihr Bescheid wisst, weil war undeutlich. Und das bewegt sich nicht, aber ich kann da auch nichts machen. Ich da mit der Schrotflinte drauf schießen oder was? Wasser geht das auch nicht. Da kann ich. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Oh ja, aber geh mir doch nicht auf den Sack und sag mir, was ich machen soll, damit fließendes Wasser auf dem Scheißrad ist. Wieso geht das nicht? Warum können wir das nicht mit der Axt entblockieren oder so? Draufschießen geht halt auch nicht. Schlimm ist das. Dreht sich nicht. Ja, und jetzt? Wenn es sich nicht dreht, was dann? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Sherlock wieder. Ja, was habe ich denn für Möglichkeiten? Scheint nicht die richtige Option zu sein. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Scheint auch nicht die richtige Möglichkeit zu sein. Vor allen Dingen, irgendwie scheint mir der Kampf nicht beendet zu sein. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich habe die ganze Zeit der Kampfmusik. Hä? So, das war nur diese Leiche. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Oh Gott, Mädchen, ne? Da können wir bald nicht hoch. Die ist wie ein Äffchen, aber hier so, auf den Dingern, wo die anderen rumlaufen, das geht nicht. Das können wir nicht mal eben. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, aber Mädchen, wie soll ich dir denn helfen? Was soll ich denn für dich tun? Du siehst doch, dass es nicht geht. Hier. Das scheint auch nicht zu gehen, Mensch. Was soll ich denn machen? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, sag mir wie. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Tja, Leute, ich bin, glaube ich, zu blöd dafür. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Was soll ich machen?
Wie entblockiere ich das Ding? Gut, vielversprechend. Ist dein Ernst? Es ist dein Scheiß Ernst? Das ging nicht, weil der Wasserstand nicht hoch genug war? Also manchmal, ne? Ich hätte jetzt echt erwartet, dass sie das auch ohne den Wasserstand hinkriegt. Wo seid ihr? Ihr seid laut, aber ich sehe euch nicht. Ich will hier nicht weg. Können wir nichts machen. Ja, wahrscheinlich ist er sofort da, oder? Das war Kopfschuss, du Idiot. Hey, das war doch auch ein Kopfschuss. Ey, das ist schon wieder dieses... Das ist das gleiche wie bei... bei... diesem verfickten Dreckspiel, wie hieß es nochmal? Evil Within. Nein, ich bin am Arsch. Alter. Das ist genau das gleiche wie bei Evil Within. Wenn der Gegner in der Animation ist, dann gibt's keinen Headshot. Dann ist der nämlich unverwundbar. Was ist das für eine verfickte Scheiße? Sowas programmiert man nicht. Ich sehe einen Scheißdreck. Leck mich doch. Sind wir jetzt fertig? Ich hab Paranoia. Tut mir leid, aber das macht mich gerade ein bisschen aggressiv hier. So, da ist dein scheiß fließendes Wasser. Jetzt sind sie nicht mehr bedrohlich, ja? Haben die sich die Lippen abgeschnitten? Sie gehen nicht rein. Diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil, die Göttinnen des Schutzes.
Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Uff, das sieht krass aus. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unoratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Der Jump and Run Style. Ja, das Ding ist, die jagen dich komplett umsonst, weil du hast ja die Schutzhülle gar nicht. Wir sind wieder in der verborgenen Stadt. Wie geht das denn? Das kann doch nicht sein. Wir müssten ja jetzt richtig, richtig tief sein. Endlich. Geschafft. Was war das denn? Frag mich jedenfalls nicht. Ja, bist du fertig? Kann ich jetzt springen? Kann ich vernünftig oder machst du jetzt wieder irgendeinen Kamerashit? Meine Güte, ey. Sorry, Leute, ich manchmal. Ich kann nicht mehr tragen. Heute habe ich nicht so die Geduld für diese Bugs, ne? Das ist ein Geräusch. Der hört wie so ein Käfer, der so flattert, irgendeine Motte oder so.
In der Ausrüstung. Was? Was steht da? Für das Erklettern von Überhang-Axtwänden sind Überhang-Steigeisen erforderlich. Überhang-Steigeisen, okay. Aber wir haben uns da schon mal an Überhängen gehangelt. Meine ich. Was ist das denn? Das sieht aus wie... Also Leute, ne? Ihr könnt mir ja sagen, was ihr wollt, ne? Aber das da, das sieht aus wie ein Dildo von Walten. Dass das eine Flasche ist, das erkennt man erst auf den zweiten Blick, aber so. Hör mal. Das sieht aus wie in Cyberpunk auf dem Boden. Da lag auch so ein Zeug rum. Ja gut, wir haben jetzt kein Steigeisen. Gehen wir hin. Ist doch nichts. Achso. Da ist eine Ritze. Entschuldigung. Aha. Das könnte helfen. Glaube ich auch. Ich glaube mal, du hättest sowas alles von vornherein mitnehmen können. Normal laufen muss damit aber richtig scheiße sein, oder? Dass du die ganze Zeit über dran lassen kannst? Ist schon ein bisschen komisch. Ja, ach so, springen. Ja, okay, so einen krassen Überhang hatten wir noch nicht. Wir hatten nur so ein kleines Ding, sowas hier. Nutzen Sie W, um sich von Überhang zu lösen, okay. Hier ist doch schön sonnig. Ja gut, jetzt sind wir ein ganzes Stück hochgeklettert. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, um jetzt wieder auf der Höhe von der Stadt zu sein. Ich glaube eigentlich noch nicht. Jetzt müssen sie es aber richtig austesten, ne? Jetzt haben wir neue Ausrüstung. Jetzt müssen wir aber auch richtig Gas geben hiermit. Boah, ey, das geht so auf die Muskeln, ne? Du musst doch Schwielen haben ohne Ende auf dem Finger. Hör mal, ich könnte mich nach... Überleg dir das mal, wie... Und dann noch so, oder was? Das ist nichts, was ein normaler Mensch kann. Guck dir das an, die Spider-Girl. Die ist einfach Spider-Girl. Absehen. So, haben wir irgendwie hingekriegt, ne? So. Ja. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, ist kein Problem. Wir kaufen gleich ein bisschen was. Frage ist nur, wo geht's weiter? Da. Natürlich. Jetzt geht's richtig los. Relativ, ne? Also, ich weiß ja nicht, ne, Leute, aber...
machen kannst. Wenn das einer in Real Life kann, ne? Ich schwöre. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich das jetzt getroffen habe. Muss ich jetzt die Scheiße normal machen? Oh, bitte nicht. Das dauert voll lange. Auf jeden Fall, Respekt an die Leute, die das im Real Life machen, ja, und die das können. Wirklich. Aber ich bezweifle, dass du das so ausdauernd und so lange am Stück machen kannst wie die Lara. Also das kann doch nicht sein. Also das geht doch wohl nicht, oder? Sag mir mal ganz ehrlich, wenn ihr das macht, ne, so ein Scheiß. Wie nennt man das? Free Climbing? Ist das etwas, wie man... Also, ist das ein Ding, so wie die das macht? Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Da habe ich ja gesagt, aber... Bist du dumm? Jetzt hat's geklappt. Aber ihr habt gesehen, ich habe vorhin aufgeworfen.